Hallo Leute, ich bin's Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 SC Freiburg Karriere. Und als kleines Special, weil gestern keine Folge kam, oder die letzten zwei Tage glaube ich sogar keine Folge kam, werde ich die komplette Rückrunde simulieren. Ich werde es nur gegen Dortmund und gegen den FC Bayern München in die normale Simulation reingehen und dann gegen den Rest in die schnelle Simulation. Dann sind wir auch hier aber gleich beim nächsten Spiel gegen FC Schalke 04. Wir sehen ja unser Team, wir haben noch ein paar Spiele verpflichtet in der letzten Folge. Falls ihr das noch verpasst habt, das waren zum einen Handanovic und Alexandro. Wir verlieren hier gegen Schalke mit 2:1. Kutucu und Mascarell treffen und bei uns trifft er nochmal Leimer. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim und ich werde hier natürlich wieder nichts sagen, weil wenn wir gegen Schalke verlieren, will ich gar nicht wissen, wie es hier gegen Hoffenheim ausgeht. Wir gehen rein 0:0, wir schießen schon wieder kein Tor. Nächstes Spiel gegen Wolfsburg, gegen den direkten Konkurrenten, ne? Ich sage euch immer wieder, unser Team ist eigentlich besser, aber ich sage einfach mal gar nichts, wir gehen rein und wir spielen schon wieder nur 1:1, Gonzales und Gelson Dahler treffen. Nächstes Spiel gegen Borussia Dortmund, die sind auf Platz 2 und rein theoretisch müssten wir das eben verlieren, weil sie eben auf Platz 2 sind. Wir gehen rein und wir spielen schon wieder nur unentschieden. Reus verschießt Elfmeter, trifft aber, dann trifft Haaland, bei uns trifft Leimer und Gonzales. Nächstes Spiel gegen Leverkusen, wir haben jetzt in dieser Folge schon 4 Spiele gespielt, darunter 3 unentschieden und 1 verloren. Wir gehen auch mal gegen Leverkusen rein, die auf Platz 4 sind. Schlechter wie Dortmund und hier gewinnen wir. Kulusevski in der 24 Minuten mit einem einzelnen Siegtreffer. Nächstes Spiel gegen Hertha, die sind direkt bei uns. Und mir ist gerade eben aufgefallen, ich wollte ja gegen Dortmund in die normale Simulation reingehen. Deswegen werde ich jetzt gegen Bayern und gegen Leipzig in die normale Simulation reingehen. Wir gewinnen gegen Berlin mit 3:1. Lorenz trifft bei Berlin, bei uns Kangli, Baumgarten und Gonzales. Nächstes Spiel gegen Bielefeld, die sind auf Platz 17. Und rein theoretisch müssten wir das ja gewinnen, weil wir eben viel besser sind wie Bielefeld. Wir gewinnen auch mit 2:0. Jacek und Kulusevski treffen. Nächstes Spiel gegen Frankfurt gehen wir direkt auch mal wieder rein und nach dem Sieg im letzten Spiel gegen Bielefeld sind wir ein bisschen motiviert, hier auch zu gehen, weil die sind die direkten Konkurrenten. Wir gewinnen mit 2:0, Sergio Busquets und Gonzales treffen. Nächstes Spiel gegen Union Berlin, wir sehen Wolfsburg, Frankfurt und eben wir haben 48 Punkte. An Dortmund und Bayern werden wir so, oder vor allem nicht an Bayern und Dortmund werden wir auch nicht mehr rankommen. Das höchste der Gefühle wäre Platz 3, das wäre auch schon okay. Jetzt gegen den letzten gewinnen wir mit 4:0. Gonzales trifft doppelt, Leimer und Baumgartner treffen nochmal. Dann sehen wir Ludwig Roth verlässt uns zu CD Tondela für 1,05 Millionen. Nächstes Spiel gegen Leipzig, da gehen wir jetzt, wie ich gesagt habe, in die normale Simulation rein und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen können. Und damit schießen wir das 1:0. Konrad Leimer war wunderschön gemacht und er trifft sogar gegen seinen Ex-Verein und damit führen wir mit 1:0. Gute Chance zum 2:0, das machen wir in der 72. Minute wieder durch Konrad Leimer und ich denke, wir können jetzt dann auch zum Ergebnis springen, weil ich denke nicht, dass die noch rankommen werden. Nein, wir gewinnen mit 2:0. Konrad Leimer mit dem Doppelpack gegen seinen Ex-Verein. Nächstes Spiel gegen Bayern, die sind auch Platz 1. Frankfurt ist gleich, also punktgleich mit uns. Also hier wäre ich mit dem Unentschieden schon zufrieden. Gehen wir in die Simulation rein. Und Bayern geht mit 1:0 Führung in der 11. Minute durch Dominic Calvert-Lewin. Und damit müssen wir uns sehr offensiv gehen und schauen, noch ein Tor zu schießen. Und dann schießen wir das 1:1. Nicolas Gonzalez in der 51. Spielminute. Eine Minute Nachspielzeit, die ist rum und wir spielen gegen Bayern 1:1. Genau das Ergebnis wollte ich und damit haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Jetzt ist Frankfurt wieder vor uns. Nächstes Spiel gegen den VfB Stuttgart, das Baden-Württemberg-Duell. Das müssten wir eigentlich für uns entscheiden. Wir haben schon ein sehr, sehr gutes Team. Wir gewinnen mit 2:0. Gonzales und Leimer treffen. Und letztes Spiel der Saison gegen den FC Augsburg und jetzt dürfen wir uns keine Fehler mehr erlauben. Wir müssen gewinnen, sonst können es echt nochmal mit dem dritten Platz echt schlimm werden. Wir gewinnen mit 2:0. Leimer und Gonzales treffen. Letztes Spiel gegen Bremen. Wir haben gesehen, Frankfurt hat gegen Bayern mit 3:1 verloren und ich denke auch, wenn wir hier verlieren sollten, was vielleicht nicht passiert, sind wir trotzdem Dritter, denn wir haben eben gutes Torverhältnis. Wir gewinnen mit 1:0, Sergio Busquets trifft und damit sind wir sicher Dritter und damit in der UEFA Champions League. Dann sind wir am Ende der Saison, wir schauen uns nochmal jetzt die ganzen Ligen an oder beziehungsweise unsere Liga, den DFB-Pokal und so weiter. Bayern wird Erster, Dortmund Zweiter, Freiburg Dritter, Frankfurt Vierter, dann kommt Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Berlin, Mainz, Bremen, Hoffenheim, Augsburg, Schalke, Köln, Stuttgart, Gladbach auf Platz 16, Berlin und Bielefeld steigen ab, den DFB-Pokal gewinnt Bayern München gegen die TSG. Im Relegationsspiel gewinnt Nürnberg 2:1 und Gladbach steigt tatsächlich ab. Die European International Cup gewinnt die AS Monaco 5:4 gegen Leeds United. Wir sind ja schon in der Gruppenphase ausgeschieden als Dritter. Dann UEFA Superpokal gewinnt die Tottenham mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Leipzig. Die Champions League gewinnt Liverpool 4:0 gegen Inter Mailand und die Europa League gewinnt der AC Mailand gegen Lazio Rom mit 3:0. Würde ich sagen, sehen wir uns in der neuen Saison wieder.
Dann sind wir bei der Turnierauswahl. Wir nehmen natürlich hier den South America Continental Cup mit Tottenham, Palmeiras, Rayados, International, Manchester United, Chelsea, Gremio und natürlich dann noch uns. Sind wir hier auch drin? Wir schauen mal direkt auf unser Budget. 79 Millionen. Ihr könnt natürlich liebend gern Kommentare oder Transfervorschläge reinschreiben. Am ehesten einen linken Flügel, einen ZDM-Spieler, einen ZOM-Spieler oder einen neuen Torhüter. Wir gehen sowieso nochmal die Liste durch, wen wir hier haben, und zwar Handanovic. Wie viel ist denn der eigentlich noch wert? Kann man für den noch ein bisschen was kriegen? Ja, ich würde ihn halt dann eher als Ersatztorhüter holen und dann halt eben Martin Vandervoort auf die Liste machen, der schon auf der Liste, glaube ich, ist. Das kann ich nicht mehr machen, hallo? Ich kann nichts machen, okay, ich kann nur rausgehen. Dann gehe ich nochmal raus und rein. Also Handanovic behalten wir als Ersatztorhüter. Dann Vandervoort ist er schon auf der Transferliste. Links haben wir Sandro und Pellegrini, das passt. Zagadou, Kamara, Craviol würde ich gerne verkaufen. Genau wie Fortes, dann einen neuen holen. Reece James behalten wir, Wagnermann ist ein bisschen zu schlecht, den werden wir abgeben. Dann Sergio Busquets, für den können wir 43 Millionen, wir haben den ja für 23 gekauft, ne? Dann packe ich den mal direkt drauf. Dann brauchen wir da auf jeden Fall einen neuen, Konrad Leimer behalten wir, Bukalfa haben wir schon seit 50 Jahren auf der Transferliste. Rot wird er gehen, Yazicki packe ich auf die Liste, da haben wir dann Reiner, holen dann wahrscheinlich einen neuen. Baumgartner und Adeyemi, der hat dann die Wechsel gefordert, den werden wir auch abgeben. Kulusevski, Marvin haben wir auch noch auf der Transferliste, Gonzalez und Kangeli passt. Und ja, dann schreibt mir also, wie gesagt, einen linken Flügel, einen ZDM-Spieler und einen ZOM-Spieler und eine Torwart in die Kommentare. Wäre natürlich sehr, sehr lieb. Und dann sind wir beim Spiel gegen Chelsea. Hier mache ich dann auch Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch kein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.